Hallo ihr Lieben, ich habe es mir jetzt hier etwas gemütlich gemacht und ich möchte euch heute meine Favoriten aus dem Monat November zeigen. Ich dachte aber, dass ich das gleich mal verbinde und so eine Art Geschenkideen-Video draus mache. Natürlich eher nur so für die weibliche Fraktion, ist ganz klar. Alle Sachen sind vielleicht auch nicht, wo man sagt, gut, das muss ich jetzt verschenken. Aber ich glaube, die eine oder andere nette Idee ist mit dabei. Und ich würde sagen, wir legen auch sofort los mit den ersten Produkten. Also als allererstes möchte ich euch ein paar Düfte zeigen, weil ich glaube, so ein Parfüm, das ist auch was, was man immer gut verschenken kann, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und wenn man dann noch keinen Kredit dafür aufnehmen muss, um sich so ein Parfüm leisten zu können, ist es noch besser. Also ich mag natürlich auch Originaldüfte, die haben auch ihren Preis, die haben super Flakon. Aber sie sind einfach auch oft sehr teuer. Man traut sich die Düfte, also ich traue mich dann manchmal gar nicht, die im Alltag zu benutzen. Deswegen zeige ich euch jetzt diese Firma. Wer mir schon länger folgt, der kennt Larisé bereits. Das ist eine Parfümfirma, die sozusagen Duftzwillinge herstellt von den teuren Varianten. Und die sehen quasi alle gleich aus. Das Flakon ist immer das gleiche, weil das Prinzip von der Firma ist eben, der Duft ist ausschlaggebend und nicht welche Firma oder Marke oder welcher Name sich dahinter verbirgt, ne? Das finde ich eigentlich total schön. Das Problem ist ja oft bei so Dupes, dass die einfach nicht gut riechen oder halten nicht lange oder weiß ich nicht. Also ich habe schon einiges ausprobiert. An Larisé ist bisher nichts rangekommen. Und ich benutze die Sachen schon 2 Jahre, also mindestens 1 Jahr auf jeden Fall. Also das Prinzip ist so, die Düfte haben alle eine bestimmte Nummer. Und wenn ihr mal auf der Seite von Larisé raufgeht, die verlinke ich euch mal in die Infobox, gibt es, also kommt sofort unten so eine kleine Chat-Funktion. Da kommt so ein Fenster, wo man sozusagen mit Larisé schreiben kann. Und dann könntet ihr dort zum Beispiel eintragen, ja, welche Nummer ist denn C von Giorgio Armani? Oder ihr habt irgendeinen Duft, den ihr gerne haben möchtet und wisst nicht, ob Larisé sozusagen einen Dupe davon habt, dann könnt ihr mit denen direkt schreiben und die antworten euch dann. Ich habe jetzt hier eine ganz neue Nummer und zwar ist es die 164 und die 164 ist von Zadig und Voltaire, This Is Her. Keine Ahnung, ich habe diesen Duft weder vorher gehört noch gerochen, noch mal bei irgendjemandem irgendwas davon mitbekommen, aber ich habe mir bei Douglas die Beschreibung durchgelesen und die Kommentare zu dem Duft und ich habe so gedacht, das könnte mein Duft sein und so ist es auch. Also ich finde auf jeden Fall, es ist ein sehr außergewöhnlicher, edler Duft. Also irgendwie ist es so ein Heiligabendduft. So ein richtiger, edler Winterduft, der auch nicht 0815 ist. Also es ist schon was Besonderes und ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht jedem gefällt. Ihr könnt natürlich erstmal vielleicht am Original riechen und dann gucken, ob das was für euch ist. Dann habe ich noch die Nummer 146. Das ist von Paco Rabanne Olympia. Oder Olympia. Oh, also sehr lecker. Da habe ich übrigens auch das Original zu Hause und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich kaum einen Unterschied rieche. Also für mich ist der Duft zum Beispiel fast 1:1. Und zur Haltbarkeit vielleicht auch nochmal kurz für die, die es nicht kennen. Larisé ist die erste Firma, was so Duftzwillinge angeht, die bei mir den ganzen Tag hält. Natürlich an der Haut ist es dann abends nicht mehr so intensiv wie am Morgen. Aber zum Beispiel an der Kleidung ist das auch noch Tage später, rieche ich immer noch diesen Duft, wenn ich mir das hier so raufgesprüht habe. Deswegen für den Preis bin ich absolut begeistert. Dann zeige ich euch noch die Nummer 163. Und die Nummer 163 ist von Kenzo, das Parfüm Amour. Auch das kannte ich im Original nicht. Das habe ich aber letztens bei Mrs. Bella, glaube ich, im Video gesehen. Und das wollte ich dann einfach mal ausprobieren. Und das ist auch so ein leckerer Duft. Das ist so, also das ist schon eher so ein bisschen in die süße Richtung. Ich denke mal, viele haben von euch auch so einen Duft, wo sie sagen, den mag ich. Und dann könnt ihr ja vielleicht einfach mal gucken, ob es den dort auch gibt. Meiner ist zum Beispiel noch die Nummer 104. Das ist jetzt schon meine zweite Flasche davon. Denn das ist der Duft C von Giorgio Armani und den liebe ich einfach. Und ich finde, der von Larisé kommt da einfach super. Ich habe jetzt hier nochmal 2 andere Flaschen rausgesucht, die
fast leer sind. Das sind nochmal zwei andere Düfte und ich habe mir so gedacht, ich schreibe euch die einfach in die Infobox. Diese zwei sozusagen älteren Favoriten schreibe ich euch auch nochmal auf. Und die vier, die ich euch jetzt vorgestellt habe, die liste ich euch auch auf mit der Nummer und was das für ein Duft ist. Ihr solltet mir auch unbedingt auf Instagram folgen, weil zur Vorweihnachtszeit im Dezember habe ich einige Gewinnspiele geplant, die ich auf Instagram dann starten werde. Und falls ihr jetzt Interesse an den Düften von Larisé habt, solltet ihr dort aufpassen. Denn es wird auf jeden Fall ein Gewinnspiel mit Larisé auf meinem Instagram-Account geben in der Weihnachtszeit. Genau. Falls ihr nicht so lange warten möchtet, setze ich euch gerne in die Infobox noch einen Rabattcode für Larisé. Dann könntet ihr dort schon ein bisschen noch mehr sparen. Weil ich sag mal, die Düfte kosten, glaube ich, 19 Euro. Zumindest diese Größe. Das ist jetzt die kleinere. Da gibt es nochmal einen größeren Flakon. Aber die kostet 19 Euro. Dann mache ich weiter mit einem Einteiler, einem Pyjama, einem Hausanzug, wie man auch immer dazu sagen möchte, den ich jetzt fast jeden Tag trage. Und zwar, also ich zeige euch zwei. Das ist mein allerliebster und wer mir auf Instagram folgt, der weiß natürlich schon, dass das ein Lidl-Pyjama sozusagen ist. Das ist, ja, der hat hier so eine Kapuze und total süße Herzen hier drauf. Und wie gesagt, das ist ein Einteiler. Hier sind dann sozusagen die Beine dran. Aber ich finde gut, dass es nicht zu ist. Bei manchen hast du dann hier noch den Fuß drin. Das finde ich irgendwie doof. Also es ist eine ganz normale Hose. Und ja, also ich sag euch, in dem Ding ist es auch sehr warm. Also das ist was wirklich für den Winter schon. Und ich finde es aber total niedlich. Er ist total bequem, kuschelig, weich. Und den gab es bei Lidl in vielen verschiedenen Designs. Ich zeige euch jetzt nochmal die zweite Variante, den finde ich auch sehr niedlich. Und zwar ist der weiß und der hat Sterne drauf. Was ich bei dem noch schön finde, ist, dass die hier so einen Bund noch an der Hose haben. Und sogar hier zum Schnüren kann man sich das hier noch an der Taille ein bisschen enger machen. Und ja, wie gesagt, auch ein Einteiler unten offen und supidupi bequem. Also ich bin da gleich zu Lidl gerannt, als ich das gesehen habe. Habe mich da eingedeckt. Dann kommen wir zum Thema Haare. Und ich glaube, ich habe euch jetzt schon sehr oft mein Lieblingsshampoo gezeigt. Das ist von Kérastase. Aber was ich euch jetzt zeige, ist die perfekte Verschenkbox. Und zwar habe ich die bei Parfüm Dreams entdeckt und mir selber bestellt. Und die sieht so aus. Ich meine, wenn das nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Ich fand diese Box so toll. Und ich zeige euch jetzt mal auch hier hinten schon mal. Hier steht auch nochmal richtig drauf, was da alles so drin ist. Und wir packen die einfach mal aus, weil das ist sozusagen ja ein Geschenk für mich selbst. Gott, schaut mal, ne? Also jetzt, das habe ich hier erstmal abgemacht, dieses Grüne. Wie schön das aussieht. Und das habe ich bei meiner Freundin schon mal gesehen, weil die hat sowas auch zu Weihnachten bekommen. Und zwar sind diese drei Sachen drin. Mein Lieblingsshampoo, dieses Resistance und das, die passende Spülung. Und da haben wir ja noch eine Kerze. Da ist ohne Mist noch eine Kerze mit dabei. Die machen wir jetzt mal auf. Es gibt vielleicht ja auch noch andere Sets, die euch interessieren. Da müsst ihr dann mal selber schauen. Oh Gott, das riecht gut. Dann kommen wir jetzt zu einer etwas größeren Box. Tada! Geht es um Brabu. Das ist eine Online-Firma zum Thema Unterwäsche. Und ihr könnt euch bei Brabu sozusagen eine Box zusammenstellen. Das ist jetzt diese Box mit drei verschiedenen BHs und drei verschiedenen Schlippis. Und das kommt dann, wie gesagt, in dieser Box. Ihr könnt das komplett selber zusammenstellen. Also es muss jetzt nicht der BH mit der Schlippi sein. Das könnt ihr auch ein bisschen mischen oder weiß ich nicht, wie ihr lustig seid. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Leute, die Box ist so groß, die passt hier kaum hin. Und das liebe Team von Brabu hat mir hier noch super süße Sachen reingelegt. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen und auch so als Idee mit auf den Weg geben, wenn man vielleicht auch so eine Unterwäsche verschenken möchte. Ich glaube, das ist natürlich echt was für sehr enge
Freunde oder sehr oder Familie vielleicht auch, ne? Weil ich meine, man muss die BH-Größe wissen, man muss da schon echt Bescheid wissen. Aber ich glaube, so richtig schöne Unterwäsche kauft man sich manchmal auch zu selten, weil man so denkt, ja, ich hab ja. Aber die haben wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Ich zeige euch gleich mal ein, zwei Sachen. Ja, und da war hier zum Beispiel so eine kleine Bodylotion drin. Eine ganz liebe Karte. Dann schaut mal hier, das fand ich auch so niedlich. Das ist von der Dresdner Essenz ein Sprudelbad als Lebkuchen. Also damit hat man mich ja, ne? Also das finde ich richtig, richtig niedlich. Und Einhornnaschereien. Das ist hier immer noch alles einzeln verpackt. Natürlich war hier auch noch eine Plastifolie drum, die habe ich aber schon abgemacht. Ich wollte nur, dass ihr auch mal seht, wie das verpackt ist. Und ich zeige euch jetzt schon mal meinen Favoriten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie doof, dass ich Unterwäsche zeige. Aber warum? Ich meine, wir tragen alle Unterwäsche und schöne Unterwäsche zu finden für einen guten Preis ist manchmal auch nicht so einfach. Mein Gott, das Wichtigste habe ich euch noch gar nicht gesagt. Diese Box, die besteht ja aus 3 BHs und 3 Schlippis, kostet insgesamt 39,90 Euro. Ich sage mal, hallo, da zahle ich manchmal schon für einen BH so viel Geld, ne? Also ich zeige euch jetzt mal meinen Favoriten. Und das ist dieser hier. Wie gesagt, das war jetzt zum Beispiel mal ein BH und die passende Schlippi dazu. Ja, ich habe jetzt noch einen schwarzen ausgesucht. Der hat vorne keine Spitze. Also nur hier vorne, oben so dran am Rand. Dafür hat er aber hier hinten Spitze, da wo es sozusagen zugeht. Das ist dann durchsichtig in Spitze. Und ja, sehr, sehr, sehr schöner BH. Und da war dieses Schlipp wieder zu. Ja, und irgendwie finde ich auch so diese Winter-Weihnachtszeit, da mag ich Spitze total gerne. Es ist einfach sehr edel und das finde ich auch bei der Unterwäsche übrigens, dass es einfach sehr, sehr edel aussieht. Und da habe ich mir nochmal diesen hier ausgesucht. Da finde ich die Farbe super, super schön. Und der hat jetzt, wie gesagt, nur Spitze. Und hier vorne eine kleine süße Schleife. Und die passende Hose ist natürlich auch in Spitze. Und das ist so ein Altrosa. So ein Taubrosa-Ton. Ja, und für die Vorweihnachtszeit habe ich ja auch gemeinsam mit Babu noch eine ganz tolle Überraschung für euch. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Dann an Kosmetik wollte ich euch noch unbedingt diese Palette zeigen. Und zwar ist die von BH Cosmetics und die habe ich mir auf der Glow in Berlin gekauft, weil da gab es einen BH Cosmetics Stand. Und ja, was soll ich sagen? Also Leute, die Palette ist wirklich super schön. Ich habe mich heute zum Beispiel auch mit dieser Palette geschminkt, weil die haben so schöne ineinandergehende Brauntöne und einen guten Mix, finde ich, aus Matt und Glitzer. Also auf dem beweglichen Lid habe ich jetzt hier auch so einen Glitzerton. Und dann hatten sie eben noch super schöne neutrale Brauntöne, die man ja fürs Lid benutzen kann, für die Lidfalte. Die benutze ich jetzt fast jeden Tag. Und man kann damit auch viele verschiedene Looks machen. Deswegen, ja, mag ich die total gerne. Dann noch ein Favorit, den ich, wie gesagt, erst seit neuestem habe. Und zwar ist das ein Blush von MAC. Und die Farbe nennt sich Harmony. Und das ist so ein, ja, eher so ein neutraler Braunton. Den habe ich heute auch drauf. Und es ist, also das ist so ein Ton, der passt einfach zu allem. Hat eine gute Pigmentierung, nicht zu doll und nicht zu wenig. Und ja, irgendwie sieht man damit immer leicht gebräunt und nicht too much aus. Deswegen, ja, musste ich den euch auch noch zeigen. Genauso wie einen Lippenstift, den ich heute auch trage. Und zwar ist das einer von LOV. Und das ist so ein Nude-Ton. Die Farbe heißt Sinas Nude. Und der hat so ganz leichte Glitzerpartikel drin. Ist also nicht matt, aber so ein richtig schönes Nude, was nicht zu doll ist. Also es ist schon hell. Dann mache ich weiter mit einer Handcreme, die ich in der Glossy Box hatte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das die letzte Glossy Box war. Ist ja auch egal. Also die Firma heißt Merci Handy. Merci Handy und die Handcreme nennt sich Flower Power.
Und das liebe ich wirklich an der Glossy Box, dass dort immer auch Produkte sind, die man überhaupt nicht kennt oder ich zumindest nicht. Und die ich sonst auch nie gekauft hätte. Und diese Handcreme. Leute! Also vom Geruch her, glaube ich, hatte ich noch nie eine Handcreme, die so gerochen hat wie diese. Das kann ich gar nicht beschreiben. Es steht zwar Flower Power drauf, aber ich finde, das riecht eher so nach Kaugummi, Beeren, nach so einem süßen Beeren-Kaugummi. Genau so riecht es. Und das finde ich auch sehr niedlich zum Verschenken, wenn man das so irgendwo mit drauf packt. Und ja, der Duft ist wirklich atemberaubend. Dann wollte ich euch noch ein Lippenpflegeprodukt zeigen, was bei mir immer auf Arbeit in der Schublade liegt. Und zwar ist das von BB ein Repair-Stift. Den habe ich auch noch nicht allzu lange. Wie gesagt, den letzten Monat so habe ich das immer benutzt. Und das ist einfach nur von BB so ein Pflegelippenstift. Der riecht jetzt auch sehr neutral und ich finde, der pflegt meine Lippen wirklich und trocknet nicht aus. Also ich hatte auch schon so Pflegestifte, die dann eher dazu geführt haben, dass die Lippen ausgetrocknet sind. Aber bei dem habe ich wirklich das Gefühl, das bringt auch was. Also da schmiere ich mir, wie gesagt, immer mal zwischendrin drauf. Und dann würde ich sagen, bleiben wir mal bei Lippenprodukten. Und zwar wollte ich euch noch ein Peeling zeigen von Hello Body. Und zwar ist das das Coco Kiss Lippenpeeling. Und das kommt in so einer Dose. So sieht das aus. Und das ist wie gesagt ein Peeling. Das reibt ihr euch so auf die Lippen und dann lasst ihr das so ein bisschen drauf. Dann wird es mit Wasser abgespült und dieses Peeling macht so weiche Lippen. Die Lippen sind durchblutet und danach braucht ihr eigentlich auch gar keinen Pflegestift oder irgendwas, weil die Lippen danach super weich sind durch die Öle, die da drin sind. Also ich bin ganz großer Hello Body Fan und dieses Lippenpeeling, finde ich, ist auch so eine schöne Idee, auch für Weihnachten oder zum Nikolaus, einfach zum Verschenken. Ich habe übrigens auch mal versucht, ein Lippenpeeling selber zu machen. Und da hatte ich mir hier in so einem Supermarkt so eine Plastebehälter gekauft. Und so sieht mein Peeling aus. Es ist nicht schlecht. Der Unterschied ist nur, dass es nicht so gut riecht, weil hier ist eigentlich nur Honig drin, Kokosöl, Zucker. Das war es, glaube ich, schon. Also ich kann euch gerne mal, falls euch das interessiert, die Zutaten und die Mengen in die Infobox schreiben, falls ihr das auch mal ausprobieren wollt. Also das ist jetzt quasi das Hello Body für Arme. Aber ich habe es einfach mal probiert und ich finde es ganz niedlich zum Verschenken. Es ist ja auch ganz schnell gemacht. Und wenn man noch ein bisschen Aroma reingibt, finde ich es auch wirklich gut. Also ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert. Es kommt leider nicht ganz an das Coco Kiss ran, aber ja. Ich würde denken, wir bleiben mal beim Thema Pflege. Und ich habe eine Badebombe, die ich noch nie gesehen habe. Und zwar habe ich die zugeschickt bekommen von Juwelkerze. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma kennt. So sieht die Badebombe aus. Also so ist sie verpackt. Ich hole sie gleich mal raus. Und wer Juwelkerze noch nicht kennt, ich zeige euch auch gleich mal die Kerze davon. Das ist eine Firma, die stellt sozusagen Produkte her. In deren Innern befinden sich immer Schmuckteile bis zum Wert von 250 Euro. Also ihr könnt natürlich auch Armbänder, Ohrringe, Ketten haben, die viel günstiger sind. Aber es kann auch mal eine Kette dabei sein, die einen Wert von 250 Euro zum Beispiel hat oder Ohrringe. Und ich kenne die Firma schon eine Weile, aber ich habe gesehen, dass die auch Badebomben haben. Und ich finde das so eine, wirklich eine richtig süße Geschenkidee für Mädels oder Frauen allgemein. So sieht die Badebombe aus. Die haben ganz viele verschiedene. Ich habe jetzt die Sorte Golden Bath. Hier drinne befindet sich ein Schmuckstück. Und ihr könnt es auch immer auswählen, ob ihr Ohrringe möchtet, ob ihr ein Armband möchtet, eine Kette. Das kann man immer auswählen. Und genau, dann schmeißt man das einfach in die Badewanne. Und dann muss man natürlich warten, bis sich das Ganze aufgelöst hat. Und da drinne befindet sich dann gut verpackt das Schmuckstück. Das ist in einem wasserfesten Beutelchen oder so. Also ich habe das auch noch nicht ausprobiert. Ich bin so gespannt. Und das hier ist übrigens die Kerze dazu. Also nicht dazu, sondern allgemein eine Kerze von Juwelkerze. Die sieht so aus.
Die haben hier alle vorne so eine kleine süße Schleife und die gibt es auch wirklich in ganz tausendfacher Ausführung, in groß, in kleiner. Das jetzt ist die Sorte Weihnachtsbäckerei. Und das riecht einfach nur, also wie so ein Keks, wo man reinbeißen will. Sehr, sehr, sehr lecker. Also ich hatte auch schon mal, glaube ich, im letzten Jahr Kerzen von dieser Marke. Also die haben alle so gut gerochen. Und schaut mal, hier könnt ihr das jetzt zum Beispiel sehen. Hier sehe ich schon das Schmuckstück. Das ist in so einer, wie so einer Alufolie verpackt. Und ich habe in dem Fall Glück, dass es ziemlich weit oben ist. Es könnte natürlich auch sein, dass euer Schmuckstück hier unten irgendwo ist und ihr die Kerze wirklich abbrennen müsst. Aber ich finde das irgendwie so toll, das ist so aufregend, dass man einfach drauf wartet, bis das zum Vorschein kommt. Und dann kann man das rausholen, wenn das wachsflüssig ist, mit einer Zange oder wie auch immer. Und dann könnt ihr das auspacken und ihr wisst nie, was drin ist. Also ihr könnt, wie gesagt, nur auswählen, was für eine Art von Schmuck ihr gerne hättet. Aber dann ist es alles eine Überraschung. Ach so, und da bin ich auch wieder experimentierfreudig gewesen. Ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Ich bin der Meinung, ich muss eine Badekugel selber herstellen können. Und dann habe ich das Internet durchforstet und habe ein Rezept gefunden, was ich euch sehr gerne auch in die Infobox schreibe. Wie viel Gramm von welchen Zutaten. Und habe versucht, selber Badekugeln herzustellen. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal welche. Zum Beispiel diese. Ich habe dafür so eine Silikonform genommen. Davon habe ich welche in Herzform, in Blumenform und in Sternchenform. Die habe ich mal bei Tchibo gekauft. So Silikonformen, die sind eigentlich für Pralinen. Und damit könnt ihr aber ganz viel tolles Zeug machen. Und dann habe ich auch Lebensmittelfarbe verwendet. Also das ist jetzt zum Beispiel die normale Farbe, einfach weiß natürlich. Und dann habe ich aber, wie gesagt, welche noch in Blau gemacht. Hier haben wir zum Beispiel Sterne, zweifarbig, guckt euch das mal an. Ha. Die sind eigentlich ganz gut geworden und das ist natürlich auch sehr schön zu verschenken. Das könnt ihr zum Beispiel in so ein kleines Einwegglas machen, so viele verschiedene in verschiedenen Formen und Farben. Schön verpacken und dann auch der Freundin schenken oder so. Und ihr wisst natürlich, was da drin ist, ne? Das sind alles sozusagen natürliche Zutaten. Dann noch zu einem Thema, was für mich sehr wichtig ist und das ist Schmuck. Und ich glaube, auch Schmuck ist so etwas, was man natürlich gerne verschenkt, worüber man sich auch oft freut. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. So, und da fange ich jetzt einfach mal an mit meinem Punkt. Da zeige ich euch jetzt mal die Sachen, wo ich denke, dass die natürlich gerade auch an Weihnachten zum Beispiel super schön wären. Und das ist für mich Sachen mit einer Gravur, weil das natürlich persönlich ist und ja, man sich vielleicht auch Gedanken gemacht hat. Also zum Beispiel dieses Armband hier, das wollte ich euch gerne zeigen. Das ist offen. Wie ihr seht, es hat hier unten so zwei Kugeln dran und hier drauf könnt ihr alles gravieren lassen, was ihr möchtet. Ich habe dort zweimal den Buchstaben D und in der Mitte ein Herz. Ihr könntet da jetzt einen kompletten Namen drauf gravieren lassen, ein Datum, ja, oder auch nur ein Anfangsbuchstaben von der Person, vielleicht die das Geschenk bekommen soll. Und diesen Armreifen gibt es auch noch in Rosé und Gold, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall auch in Rosé. Und ich kann den ja nochmal ummachen. Ich finde das sehr edel und ja, super schön. Deswegen wollte ich euch den nochmal zeigen. Und zum Beispiel kommen natürlich Ketten auch immer sehr gut. Das ist hier eine lange Kette. Und die hat hier vorne so ein Plättchen und das könnt ihr auch gravieren lassen. Und da habe ich mir ein komplettes Datum in römischen Zahlen drauf gravieren lassen. Das passt also auch hin, dann ist es über zwei Zeilen. Oder diese Herzkette, die geht ungefähr so von der Länge. Da könnt ihr euch auch was drauf gravieren lassen. Die gibt es auch auf jeden Fall in Gold und Rosé. Und das finde ich super, super schön. Also sowas an Weihnachten zu verschenken, ist einfach für mich eine richtig tolle Idee. Dann noch eine Firma, die super niedliche Weihnachtsbänder hat. Und zwar die Firma Purelei. Ich zeige euch jetzt mal hier.
Und die haben solche Stoffbänder. Die sind sozusagen elastisch. Also das ist so ein Gummi. Den könnt ihr hier richtig ziehen. Und die haben jetzt so eine Weihnachtsedition. Also das sind jetzt viele verschiedene. Eigentlich ist bei so einem Set immer drei verschiedene Bänder. Und wie gesagt, die haben ganz viele verschiedene pure Lies, nennen die sich. Und ihr könnt die als Armband benutzen oder als Zopfgummi. Und wenn ihr dann so ein Band hier um habt, was wirklich auch als Armband für mich durchgeht, und ihr habt zum Beispiel offene Haare und dann nerven die euch so, dass ihr einen Zopf machen wollt. Und dann geht es mir immer so, dass ich nie ein Zopfgummi habe auf Arbeit oder wenn ich unterwegs bin. Und hier könntet ihr den einfach nehmen und zack, einen Zopf machen. Sehr, sehr praktisch. Und zum Beispiel das hier. Das finde ich auch super niedlich. Das ist so aus Samt und hat hier so eine Schneeflocke in Roségold und so eine Bammelbommel dran. Die haben zum Beispiel auch Armbänder, die ihr selbst gestalten könnt. Und das ist natürlich auch wieder was sehr Persönliches, was ich als Geschenkidee euch auch nochmal zeigen wollte. Und zwar sind es Armbänder. Also das ist jetzt so ein beiges Armband mit silbernen Charms dran. Also die haben ganz viele verschiedene. Zum Beispiel gibt es auch noch so Mesh-Armbänder. Das ist jetzt in Roségold, was ich hier habe. Und ihr könnt euch sozusagen diese Charms, die hier dran sind, komplett selber aussuchen. Und da könnt ihr dann natürlich sehr kreativ sein und auch schauen, die Person, die das kriegen soll, weiß ich nicht, reißt die zum Beispiel sehr gerne, weil da gibt es Palmen, da gibt es Flugzeuge als Anhänger und da könnt ihr das einfach selber zusammenstellen. Oder ein Anfangsbuchstaben, Herzen, also wirklich alles gibt es dort, was ihr möchtet. So ihr Lieben, das waren jetzt alle meine Favoriten, / Geschenkideen für euch. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und auch ein paar Inspirationen für euch dabei gewesen sind. Genau. Ansonsten bleibt mir nichts weiter, als euch einen schönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!